Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, ich stehe hier gerade auf dem Schlauch, was die Hauptquest hier angeht. Weswegen ich jetzt vielleicht erstmal nach Corinnes zurückgehe. Oder wir können auch einmal kurz nochmal zu Lee gehen und sagen, wegen Lord Hagen Bescheid sagen, dass der abmarschiert. Aber ich komme echt nicht weiter gerade. So, vom Kopf her, was da noch gemacht werden müsste. Und wir haben die Krähen Innos bei uns, die ich nicht trinken kann, ohne zu verbrennen. Daher würde ich vielleicht einmal ganz kurz zu Lee gehen, Bescheid sagen. Vielleicht kommt da auch eine neue Quest zustande, dass wir dann da so irgendwie weiterkommen. Wir können uns auch porten. Ich vergesse das gerade die ganze Zeit. Kloster, Großbauern. Wir brauchen nicht dahin zu machen. So, den wieder deaktivieren. Ist das wirklich wahr? Nicht mehr, was ich glauben soll. Ich habe was anderes gesehen. Hat sich das jemals ändert? Irgendwann musste es. So, Lee. Ich bin ganz deiner Meinung. Es war genauso, wie du sagst. Warte mal, wir haben 21 Lernpunkte. Würde ich noch mal... Kann er... Ist das wirklich wahr? Lass uns mit dem Training beginnen. Wo hast du das? Zweihandwaffen. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. 15? Ich glaube nicht, dass noch mal eins. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Jetzt haben wir genau 0 und sind bei 200 jetzt auf 89. Meine Meinung will ja keiner hören. Aber ich kann nichts Neues sagen. Nein, nicht zum Kloster, zur Burg, auch nicht zur Burg. Hafenstadt. Wo hast du das denn schon? Ich rede nochmal mit Lord Haken oder mit Watras. Meinen Sie das anders? Boah, ich habe mich jetzt kurz erschrocken, was da wieder glänzt, aber das ist ja unser lieber Freund Brian. Red oder warte? Ich kann ja irgendwas Spezielles schmieden, hieß es da. Erzwaffen schmieden. Erzdrachentöter. Großer Erzdrachentöter. Ich mach den trotzdem mal. Und dann gehe ich jetzt nochmal zu Lord Hagen. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Das war da schon vorher klar. Es war genauso, wie du sagst. Aktuell weiß ich nicht, wie ich weitermachen soll. Das kann doch nicht wahr sein. Meinst du, mir geht es besser? Ingmar? Okay, Lord Hagen ist selber weg. Albrecht? Wie sieht das mit dem Schiff aus? Ich will mir jetzt das Schiff ansehen. Sind die da jetzt weg? Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Ich gehe mal da runter zum Hafen. Ich will jetzt wissen, sind die da jetzt weg? Das hat er doch vorher gewusst.
wenn er gesagt hat, dass die jetzt alle gehen und nur hier Dingens da ist. Wirklich ist alles. Das ist ja schrecklich. Glaubst du wirklich daran? Ach, erzähl mir nicht sowas. So, ne, warte, wir müssen hier unten rum, um zum Schiff zu gelangen. Das kann doch nicht passieren. Das ist kein Geheimnis. Ich kann es nicht glauben. Oder muss ich wieder zurück ins Minental? Hier scheinen jetzt nur noch die beiden zu sein. Ich speichere vorsichtshalber mal. Moment, wo willst du hin? Ich wollte... Hier gibt's nichts zu sehen und jetzt gehst du wieder. Kann man da nichts machen? Kann man da nichts machen? Ich glaube, ich verstehe nicht. Ich könnte dir Geld geben. Ich könnte dir Geld geben, damit du wegsiehst. Ich bin nicht bestechlich und wenn du nicht sofort verschwindest, werde ich das als Beleidigung auffassen. Okay, dann nicht. Aber hier sind die auch alle weg. Hatte aber Lord Hagen nicht gesagt gehabt, es wäre dann nur eine Person? So, okay, eine geheime Nachricht und ein seltsamer Schlüssel. Wer weiß, was ich da unten im Keller bloß noch so alles finden werde. Muss ich nochmal da runter in den Keller? Hafenstadt, Taverne, Kloster. Ich gehe nochmal da runter. Ich will jetzt wirklich wissen, ob dann doch noch was fehlt. Ob ich nicht da noch irgendwas übersehen habe? Talamon? Das sieht mir auch sehr verdächtig aus. Aber hier ist nichts. Das Auge Innus. Komm, laden wir mal auf. Ich wüsste jetzt nicht, was ich mit dem Drachenherz sonst noch machen müsste. Und mal gucken, ob hier noch irgendwas ist, was ich vergessen habe, was ich übersehen habe. Gibt es hier noch irgendwie was? Benutze mal eine Fackel, damit ich hier mehr sehen kann. Wo haben wir die? Da. Seekart zur Insel von Irdora. Die Karte gucken wir uns mal an. Seekart zur Insel von Irdora. Da hast du dich also versteckt. Verdammt weit weg.
Ich werde ein Schiff brauchen, um dahin zu kommen. Ich werde ein Schiff brauchen, um dahin zu kommen. Wie es aussieht, muss ich diese seltsame Insel des Feindes erreichen. Doch dafür benötige ich erst einmal ein Schiff, eine Mannschaft und einen Kapitän. Ich hab da so eine Idee. Greg braucht ein Schiff. Und hat eine Mannschaft. Nee, hier war wieder falsch. Hier müssen jetzt rausgehen, oder? Ach, verdammt. Echtes Labyrinth hier unten. So. Okay, wo geht's jetzt da? Da geht's raus. So, auf jeden Fall die Leute, die wir definitiv anheuern, sind unsere Leute. Also Lester, Milton, Diego, Gorn. Dann würde ich vielleicht auch noch mal hier Greg und so weiter anfragen wollen. Denn die brauchen ja schließlich ein Schiff. Der Meister der Drachen. Ich würde noch mal mit Pyroka reden wollen. Ich weiß, wo die Hallen von Edora sind. Ich weiß, wo die Hallen von Edora zu finden sind. Der Tempel befindet sich auf einer Insel. Ich habe eine Seekarte gefunden, die mir den Weg zeigt. Das ist großartig. Dann wirst du ein Schiff und eine Crew brauchen, um dem Feind die Stirn zu bieten. Aber bedenke, dass du dafür gut gerüstet sein musst, wenn der Sieg über den Meister von Edorath gelingen soll. Wo kann ich eine Crew finden? Deine Mannschaft sollte aus Männern deines Vertrauens bestehen. Rede mit deinen Freunden. Und beachte dabei, dass sie dir von Nutzen sind, wenn du auf der Insel bist. Du wirst auch einen Magier brauchen. Nur leider kann ich hier im Kloster keinen Mann entbehren. Du wirst einen Magier fragen müssen, der seinen Dienst nicht hier im Kloster verrichtet. Jorgen ist ein erfahrener Seemann. Er könnte mir helfen, zur Insel von Irdorath zu kommen. So einfach wird das nicht gehen, fürchte ich. Er hat sich verpflichtet, für die Bruderschaft zu arbeiten. Er hat weder den Tribut entrichtet, noch ein Schaf ins Kloster gebracht. Jorgen muss erst seine Arbeiten verrichten. Dann könntest du ihn mitnehmen. Wie lange wird das dauern? Er hat die Vorräte aufgebraucht, die einer der Novizen in 3 ganzen Wochen verbraucht hätte. Und das gleich am ersten Tag. Also, vor 3 Monaten harter Arbeit in unseren Gärten werde ich ihn nicht entlassen. Was kann ich tun, um Jorgen jetzt mitnehmen zu können? In der Tat gäbe es eine Sache, die du für mich erledigen könntest. Dein gutes Verhältnis zu Xardas könnte dir dabei helfen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass in seinem Turm in den letzten Tagen recht seltsame Dinge vor sich gehen. Viele Einwohner der Stadt hören des Nachts laute Schreie von dort. Und seltsame Lichter tanzen über seinem Turm. Als ob wir nicht schon genug am Hals hätten. Sieh nach, was da vor sich geht. Und sorge dafür, dass es aufhört. Dann kannst du Jorgen haben. Die Sache mit Xardas Turm hat sich erledigt. Was war denn da los? Nein, warte. Ich will es gar nicht wissen. Wenn du Jorgen immer noch willst, dann nimm ihn mit auf deine Reise. Möge Innos dich beschützen. Okay. Jorgen gehört schon mal mir. Das hört sich so falsch an. Eben aufpassen, so. Was man so rum erzählt. Jorgen?
Die Sache mit deiner Zeche habe ich geregelt. Das liegt doch auf der Hand. Die Sache mit deiner Zeche habe ich geregelt. Du bist frei. Wirklich? Wie hast du das angestellt? Das willst du nicht wissen. Na schön, soll mir auch egal sein. Besten Dank nochmal. Was ist mit deinem Angebot? Kann ich noch bei dir anheuern? Sei mein Kapitän. Das jetzt erst. Sei mein Kapitän. Ich fühle mich geehrt, aber hast du denn überhaupt schon ein Schiff und eine Mannschaft? Ich sag mal, 5 Mann sollten es schon sein. Gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Warte im Hafen auf mich. Aye, aye, Sir. Wer erzählt denn sowas? Lol, wir heuern jetzt an. Hey, ich hab gehört, du warst ziemlich lange im Keller des Klosters. Was hast du herausgefunden? Ich weiß jetzt, wo sich der Feind versteckt hält. Ich weiß jetzt, wo sich der Feind versteckt hält. Es ist eine kleine Insel, nicht weit von hier. Das ist unsere große Chance. Wir müssen sofort aufbrechen und das Böse endgültig vernichten. Ja, Mil. Hast du schon mit Diego darüber gesprochen? Ich denke, er wird dich begleiten wollen. Ja, was ist mit Gorn? Rede mal mit ihm. Ich habe gehört, dass er wieder aus dem Minental zurückgekehrt ist. Und vergiss Lester nicht. Wenn du ihn nicht aus seinem Tal herausholst, wird er dann noch vergammeln. Meine Rolle dabei kenne ich auch schon. Ich kann dein Mana steigern und im Runenbau behilflich sein, wenn wir gegen den Feind antreten. Wann geht's los? Willkommen an Bord. Willkommen an Bord. Wir treffen uns am besten am Hafen. Warte dort auf mich. Gut. Wenn du soweit bist, werde ich dort sein. Ja. Ich kann die dort nicht mit... Nein, ich will Milton mithaben. Ja, hallo. Wen können wir noch alles mitnehmen? Jorgen, Milton? Können wir Jack mitnehmen? Können wir Vatras mitnehmen? Und können wir... Wen können wir alles mitnehmen? Lee will ich mitnehmen. Ich fange erstmal oben bei den Söldnern an und frag da mal nach, ob ich auch Wolf mitnehmen kann, ob ich die alle mitnehmen kann. So, ich brauche ein Schiff. Wie es aussieht, muss ich diese seltsame Insel des Feindes erreichen. Doch dafür benötige ich erstmal ein Schiff und eine Mannschaft und einen Kapitän. Ohne Mannschaft keine Reise. Diego kann eine große Hilfe sein. Gorn wäre sicherlich eine gute Verstärkung, wenn ich Lester mitnehme. Falls Milton mich begleitet, kann er mir beibringen, Ruhm zu erschaffen und meinen Mana zu. Alter, ich freue mich gerade richtig. Es geht voran. Und es sieht so aus, als würden wir Corinus verlassen. Wahrscheinlich noch eine Map. So, es wird aber auch dunkel, das heißt, wir legen uns hier einmal schlafen. Dann fange ich hier an. Ich frage hier mal die Leute. Ich frage mich, was für eine große Crew wir hier haben können. Nee, ihn können wir nicht. Ich bin ganz Bauer. Flüchtling. Ruka. Hey. Kann ich ihn auch anheuern? Irgendwas Interessantes passiert? Sonst irgendwas Interessantes passiert? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Er stellt sich das immer so einfach vor. Da kannst du eh nichts dran ändern. So, wir legen uns einmal pennen. Das ist kein Geheimnis. Ich erzähl dir doch nicht. So. Ich habe für so etwas keine Zeit. Dann können wir hier auch noch mal beten gehen, einmal. Bevor wir zu Lee gehen und Gorn. Da will ich ja anfangen. So. Beten. Nochmal 100. Lebensenergie plus 3. Also es geht jetzt nur noch um Lebensenergie. Welcher Tag sind wir schon? 211. Tag. Ich werde da einige Leute fragen. Also Jorgen ist auf jeden Fall schon mal unser Captain. Es ist doch nicht Greg. Okay, Greg kommt ja aber auch vom DLC. Also von Nacht des Raben.
Die hätte ich aber auch gerne angeheuert. Obwohl, wir können ja immer noch schauen, ob wir die anheuern können. So, wen können wir noch anheuern? Ich will es jetzt wirklich wissen. Können wir Thekla anheuern? Bennett? Ich glaube, ich gebe ihm doch die ganzen Drachenschuppen. Können wir dich hier anheuern? Die ganzen Söldner? Ich wundere mich über gar nichts mehr. Basta? Nee, da gibt's nichts mehr. Oder ich glaube, wenn ich Lee anspreche, dann kommen die ganzen Söldner mit. Der will ja eh von der Insel weg. Der wird sich freuen. Der wird sich freuen, wenn Gorn auf jeden Fall, aber Lee wird sich richtig freuen. Und dann, ich weiß auf jeden Fall, Gothic 3 geht auf jeden Fall nach Myrtana, auf die, aufs Festland. Da freue ich mich auch schon drauf, da einmal hinzugehen, hinzukommen. So, Festa... ist mir egal. Sentenza ist mir egal. Einen Wolf will ich auf jeden Fall. Jarvis will ich auch auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Torloff will ich auch auf jeden Fall. Kord will ich auf jeden Fall. Ich werde jeden von denen nochmal anquatschen. Alle, die ich noch aus dem neuen Lager aus Gothic 1 kenne. So. Reden wir erst mit Gorm. Könnt dich und deine Axt gebrauchen. Ich könnte dich und deine Axt gebrauchen. Na, das wundert mich nicht. Das kann ich für dich tun. Würdest du mit mir zu einer Insel segeln und dem Feind in den Arsch treten? Klar. Sofort. Sag mir nur, was ich tun muss. Komm zu mir an Bord. Komm zu mir an Bord. Warte am Hafen auf mich. Der ist gerannt, ein Schiff? Selbst hinter ihm her wäre. Eins muss man dir lassen. Ja, mit dir wird es nie langweilig. Komm schnell nach. Ja, Marie. Ich bin mir da nicht so sicher. Gorn will ich definitiv mit dabei haben. Der geht schon los. Lee? Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Hast du eine Ahnung, wie ich an das Schiff der Paladine komme? Hast du eine Ahnung, wie ich an das Schiff der Paladine komme? Meinst du, dann wäre ich noch hier? Das Ding ist besser bewacht als früher die Erztransporte des alten Lagers. Es muss doch eine Möglichkeit geben, auf das Schiff zu kommen. Klar, draufkommen ist einfach. Immerhin haben wir jetzt den Richter in unserer Gewalt. Du gehst am besten zu ihm und quetscht ein Ermächtigungsschreiben für das Schiff aus ihm heraus. Aber das ist doch nicht alles. Um das Schiff zu lenken, brauchst du einen Kapitän, eine Mannschaft und so weiter. Da hängt ein riesiger Rattenschwanz dran. Glaubst du wirklich daran? Kennst du jemanden, der ein Schiff lenken kann? Wen soll ich als Mannschaft anheuern? Wen soll ich als Mannschaft anheuern? Das musst du selbst entscheiden. Aber ich würde nur Leute mitnehmen, denen ich vertraue. Hast du genug Leute, denen du vertraust? Wenn du einen Schmied in deiner Mannschaft brauchst, solltest du Bennett fragen. Er ist sicherlich der Beste, den du je finden wirst. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Kennst du jemanden, der ein Schiff lenken kann? Kennst du jemanden, der ein Schiff lenken kann? So viel ich weiß, ist Torloff früher zur See gefahren. Er kennt sich aus. Meine Meinung will ja keiner. Würdest du mit aufs Schiff kommen? Ja. Würdest du mit aufs Schiff kommen? Machst du Witze? Natürlich wäre ich dabei. Ich habe auf dem Festland noch ein paar alte Rechnungen zu begleichen. Außerdem könnte ich dich im Kampf mit der Ein- und der Zweihandwaffe unterweisen. Ich könnte also von großem Nutzen für dich sein. Dann pack deine Sachen. Was denn? Jetzt sofort? Ja. Ich habe vor, hier zu verschwinden. Und wenn du mitkommen willst, komm zum Hafen. Wir treffen uns am Schiff. Ich habe schon so lange auf diesen Moment gewartet. Ich werde dort sein. Das ist doch alles nur Gerede. Ich kann dich doch nicht. Nein, ich habe mir das schon gedacht. Lee, geh dahin. Khaled, mir das egal. Ist eine Sache. Bennett werde ich fragen, definitiv. Ich habe da meine eigene Meinung. Unsere Leute werde ich nicht fragen. Torloff. Hey. Du bist Seemann? Hast du das auch endlich geschnallt? Ja, verdammt nochmal, ich bin Seemann, warum fragst du? Ich könnte deine Fähigkeiten gebrauchen. Ich muss zu einer Insel. Zu einer Insel? Du hast doch nicht mal ein Schiff, geschweige denn eine Mannschaft, um es zu führen.
Nee, mein Junge. Wenn du meine Dienste als Kapitän und Stärkelehrer in Anspruch nehmen willst, dann musst du mir erst mal beweisen, dass du weißt, wovon du da redest. Außerdem habe ich gerade ganz andere Sorgen. Die Paladine ziehen nicht wie erwartet aus der Stadt ab. Es müsste schon etwas Gravierendes passieren, das sie veranlasst, das Feld zu räumen. Geh in die Burg im Minental. Klau der Torwache den Schlüssel für das Haupttor und öffne es. Den Rest werden die Orks besorgen. Er hat auf die falschen Leute gehört. Wir können es öffnen? Da kann man sich nicht drauf verlassen. Okay, aber Bennett, dich will ich dabei haben. Erstmal hier, ich weiß, wie man die Rüstung noch verbessern kann. Dann erzähl mal. Du kannst die Drachenschuppen mit magischem Erz überziehen. Da bin ich selber auch schon drauf gekommen. Und du hast recht. Meine neueste Rüstung übertrifft alles bisher Dagewesene. Sie ist leicht und stabil. Sie ist perfekt. Wenn du willst, kannst du sie kaufen. Das Angebot mache ich nicht jedem. Und der Preis deckt auch nur die Herstellungskosten. Schwere Drachenjäger. 20 Top. Ja. Gib mir die Rüstung. Das ist die beste Rüstung, die ich je gemacht habe. Ein wahres Meisterstück. Ja. Hier übrigens sagt die. Ich habe ein paar Drachenschuppen für dich. Schuppen haben. Echte Drachenschuppen. Hier ist dein Gold. So, das dürfte jetzt ausreichend sein. Wenn du willst, kann ich dir eine neue, verbesserte Rüstung verkaufen. Noch besser als das? Ich muss zu einer Insel. Ich könnte einen Schmied gebrauchen. Und da hast du an mich gedacht? Ja. Ja, was sagst du? Dann wärst du auf jeden Fall weg von hier. Besser als Onas Hof. Junge, selbst die Hölle kann nicht so schlimm sein. Ich bin dabei. Okay, sei mein Schmied. Wir sehen uns am Hafen. Alles klar, bis nachher. So, warte mal. Die Rüstung. Die schwere Drachenjägerrüstung. Das war doch klar. Nee, das ist schon zu weit oben. Wo haben wir sie? Das war keine große Sache. Yo. So, hat es? Dem kann ich doch was. Kann ich bei dir Waffen kaufen? Ich hab nicht. So, erstmal den ganzen Mist, den ich hier habe, weg. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. So, das kann alles weg. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Belegnahme. Das hat er wirklich nicht verdient. Heile? Brauchen wir nicht. Bolzen, ja. Heilung der Besessenheit haben wir noch. Wo hast du das denn schon wieder her? Haben wir noch irgendwas? Wir haben noch eine Goblinbeere. So, wir haben aber bestimmt. Ich wäre mir da nicht so sicher. Das war noch behalten wir erstmal. Ich wäre mir da nicht so sicher. So. Wenn er das nicht sieht, kann es kommt hier dann Stachel also kann weg. Hügel können weg. Pech kann weg. Leichter Fisch. Feldräuber Zangen weg. Sumpfreie Dinger weg, das kann weg. Trollfell kann weg. Trollhauer kann weg. Wolfsfell kann weg. Die können weg. Wir haben immer noch fast 20.000. Ach komm, scheiß drauf. Wir haben keine Crawlerplatten. Gedingst hier. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. So, so, Kirillovs Lederbeutel, Kopf der Fangheuschrecke, Krallen, Lockerklaue, Zähne, Wagfell. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das. So, Jarvis. Jarvis will ich auch noch dazu holen. Nein! Oh Mann, ich will Jarvis mitnehmen. Was mit Wolf? Kann ich ihn mitnehmen? Kann ich Wolf mitnehmen? Oder wollen die hier bleiben? Ich hab's hier nicht, dieses Mal.
Boah, ich hätte gern Jarvis mitgenommen. Ich hätte einen Dude mitgenommen. Wolf will ich definitiv mitnehmen. Ich quatsch nochmal mit Wolf. Mit wem könnte ich noch reden, wen ich dafür mitnehmen könnte? Apropos, falls Milt mich begleiten, Gorn, was mein Mann schon geht, konnte Lee mir auch nicht viel weiterhelfen. Er meinte aber, dass ich nur Leute mitnehmen soll, denen ich auch vertraue. Außerdem soll ich mal Ben fragen, er könnte Interesse haben. Torloff will ich auf jeden Fall mitnehmen. Lee brennt darauf, das Festland wieder zu sehen. Er hat mir angeboten, mich zu unterstützen. Einen besseren Kampflehrer werde ich wohl kaum finden. Kort haben wir vergessen zu fragen. Kort will ich auch dabei haben. Ich will mehrere Leute dabei haben. Ich will eine volle Crew haben. Kort will ich noch fragen. Der ist wichtig. Den kennen wir ja noch aus Gothic 1. Auch wenn wir in Gothic 1 nicht viel mit ihm zu tun hatten. Kennen wir ihn aber von da noch. Lars will ich definitiv auch noch fragen. So. Kort. Hat sich das jemals ändert? Wichtige Angelegenheit. Ich habe was anderes gehört. Ich kann ihn nicht mitnehmen. Meinst du, mir geht es besser? Von mir erfährt keiner. Boah, bitte lass uns Wolf mitnehmen können. Ich würde wirklich gerne Wolf mitnehmen. Ich überziehe jetzt die Folge extra. Ich will die Crew vollständig haben. Lester und Diego werde ich definitiv auch fragen. Ich würde aber auch eher dann Jorgen zurücklassen wollen, wenn ich dafür Torloff mitnehmen kann. Dann muss ich aber halt... Oh, warte mal. Hatten wir schon gebetet? Innos, Dank für dein Gebet. Toll. Okay, ich würde aber dann lieber Torloff mitnehmen, statt Jorgen. Auch wenn wir dem jetzt geholfen hätten, aber die Erfahrungspunkte wollte ich. Dann würde ich Jorgen lieber hier lassen, weil der mir egal ist. Torloff kennen wir ja noch aus Gothic 1, deswegen, da habe ich eher mehr eine Bindung zu. Aber für so ein großes Schiff der Paladine glaube ich nicht, dass ich nur 5 Leute mitnehmen kann. Oder 6. Also ich würde da schon einige Leute mehr nehmen wollen. So, wo war Wolf? Da sehe ich ihn. Ach, Anga ist auch hier? Hättest du Lust, mit einem Schiff hier zu verschwinden? Nein, jetzt nicht mehr. Ich habe schon meine Aufgabe gefunden. Vielleicht ein andermal. Ich habe so einiges gehört. Okay, wo ist die Rüstung? Ich hätte in diese Quest nie, also diese Aufgabe. Anga? Wie sieht's aus? Ganz gut. Ich habe nur immer noch diese miesen Kopfschmerzen, obwohl sie schon besser geworden sind, seit ich nicht mehr im Minental bin. Ich bleibe erst einmal hier. Dann weißt du, wo du mich finden kannst, wenn du mich brauchst. Ich werde Korinnes verlassen. Würdest du mitkommen? Würdest du mitkommen? Je weiter ich vom Minental wegkomme, umso besser. Wann geht's los? Komm zum Hafen, ich komme später nach. Bin schon unterwegs. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt.
Anger können wir schon mal mitnehmen. Aber das mit Wolf. Ich hab da meine eigene Meinung. Soll ich hier die alle abschlachten, damit er nichts mehr zu tun hat? Wegen Wolf, ich überleg's mir nochmal. Ich weiß nicht, ob ich dafür zum Märtyrer werden muss. Ich überleg es mir. Ah ja, genau, das Grab kennen wir. Wen können wir noch fragen, außer jetzt Diego und Lester? Milton und Gorn haben wir ja schon. Lee auch, Bennett haben wir, Anger haben wir. Wolf will ich nochmal irgendwie versuchen. Ja, kann ich Jack fragen? Der will ja auch eigentlich wieder auf See. Gavel könnten wir auch eventuell fragen. Ich hoffe, ich kann alle mitnehmen. Torloff müssen wir noch irgendwie hinkriegen. Das heißt, wir müssen noch mal ins Minental. Und dafür Chaos sorgen. Das wird böse. Das wird böse, was wir dann da hier im Minental machen werden. Aber... Ja, okay. Wir wollen Torloff. Und Torloff ist mir wichtiger als diese Paladine. Ich weiß nicht, wie ich es rechtfertigen soll. Das klingt alles so scheiße, so böse. Verdammt. Ja, so, aber ich frage mich auch, wen ich sonst noch alles mitnehmen kann. Die Folge wird definitiv überzogen, über Länge. Und 588.000 Punkte bräuchten wir insgesamt für die nächste Stufe. Wir gehen zuerst zu Jack, bevor wir runter zum Hafen gehen. Und uns das alles mal da ansehen. Wer da jetzt alles chillt, wer da ist. Ich finde das echt mit Wolf aber gerade richtig schade. Wir werden mal einmal ausprobieren, ob wir die Bauern und Schafe und so weiter da abmurksen können, um Wolf dazu zu überreden, hier doch mitzukommen, weil dann hat er seine Aufgabe verloren. Ich finde das halt jetzt nur doof, dass er jetzt deswegen nicht mit will und hier verschwindet. Hättest du nicht Lust, wieder zur See zu fahren? Hättest du nicht Lust, wieder zur See zu fahren? Ich würde meinen rechten Arm hergeben, um nochmal auf dem großen Schoner anheuern zu können. Aber für so einen alten Knäbel wie mich ist das nicht mehr so einfach, mein Junge. Außerdem, wer wird sich um den Leuchtturm kümmern? Ich brauche deine Erfahrung als Seemann. Potzblitz, was hast du vor, mein Junge? Du willst doch nicht etwa die Kriegsgaleere des Königs entern, oder? Wer weiß. Das wäre ja was. Na schön, aber meinen Leuchtturm werde ich nicht so einfach aufgeben. Was machen wir denn da? Was wäre, wenn ich dir jemanden bringe, der in der Zwischenzeit auf deinen Turm achtet? Gar keine so schlechte Idee. Ich wüsste da auch schon jemanden. Harad, der Schmied, hat einen Lehrling, der heißt Brian. Ich habe mich schon oft mit ihm unterhalten. Ich würde ihm gerne meinen Turm anvertrauen. Ich glaube, er wäre genau der Richtige dafür. Sprich mal mit ihm. Vielleicht haben wir Glück und der Junge wird uns helfen. Okay, mache ich.
Der ist auch schon mittlerweile gut bewaffnet. Wir bringen ganz Corines jetzt durcheinander. Ich finde das heftig. Was ist mit den Dings da oben? Will der vielleicht nicht auch noch anheuern? Jack kriegen wir jetzt. Ich würde vielleicht auch doch nochmal nach Jacken da gehen und da mal die Piraten fragen, ob die auch Bock haben. Ob da vielleicht doch auch noch eine Option ist. Greg und Skip definitiv, gehe ich mal von aus. Alligator Jack. Jack und Alligator Jack sehe ich dann zusammen auf dem Schiff. Wäre auch geil, wenn das möglich wäre. Ey, ich fantasie hier gerade ein bisschen, aber hier, Niklas, glaube ich, hieß der hier, ne? Der hat auch nichts zu tun. Okay, der ist aber auch sonst nichts zu gebrauchen. So, ich habe ganz böse Pläne gerade im Kopf. Aber ey, wir wollen halt das Schiff, wir wollen die Insel verlassen. Xaras ist weg. Lester und Diego werde ich noch anheuern. Fast wäre ich da runtergegangen. So, und den Richter muss ich auch noch hier erpressen. Batras will ich auch noch definitiv noch reden. Ach, erzähl mir nicht sowas. Das weiß doch inzwischen jeder. So, ich werde aber auch noch mal oben hier. Daran. Warte mal. Einfach zu viel. Okay, den kann ich auch, den kann ich nicht anheuern. Kann ich mit Lord An, genau, mit André hier nochmal reden? André? Wie ist die Lage in der Stadt? Wie ist die Lage in der Stadt? Alles unter Kontrolle. Nicht mehr lange. Hier sonst niemand mehr. Da auch niemand mehr. Wulfgar. So, dann würde ich jetzt zuerst einmal... Avalon können wir noch fragen. Cavallon werden wir fragen, definitiv. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. So, erstmal Vatras. Ich kenne den Standort unseres Feindes. Dann lass uns keine Zeit verlieren und ihn aufsuchen, bevor er zu uns kommt. Du willst mich begleiten? Ich habe lange darüber nachgedacht und bin mir meiner Sache noch nie so sicher gewesen, mein Freund. Es ist mir eine Ehre, dich an meiner Seite zu wissen. Wir werden uns im Hafen treffen. Lass dir nicht zu viel Zeit. Der Feind schläft nicht, mein Freund. Ja. Hör zu, Leute. Ich werde woanders gebraucht. Ich weiß nicht, ob ich zurückkommen werde. Wenn ihr wissen wollt, wie es ausgeht, lest die Geschichte in den alten Schriften nach. Möge Adanos mit euch sein. Okay. Die gehen auch alle ihres Weg. Kann ich Valentino anheuern? Warte mal. Das wäre lustig gewesen. Cavallon. Will deine Fähigkeit Cavallon nicht mitnehmen? Was du nicht sagst. Oh nein. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Hier Brian muss ich noch reden. So, hey, Brian. Hört, du hättest Interesse an Jacks altem Leuchtturm? Ich hörte, du hättest Interesse an Jacks altem Leuchtturm. Jack möchte vielleicht wieder zur See fahren.
Aber sein Leuchtturm wäre in der Zeit unbeaufsichtigt. Jack sollte aber klar sein, dass ich aus seinem Leuchtturm eine Schmiede machen werde, wenn er nicht da ist. Ist das ein Problem? Nicht für mich. Haralds Schmiede kriege ich sowieso nicht. Das habe ich mir schon aus dem Kopf geschlagen. Abgemacht. Wir sehen uns bei Jack. Ja. Okay, Diego und dann, Leslie. Kann ich Eldritch? Danke, dass du mich gerettet hast. Ihn kann ich nicht anheuern. Ich hatte gedacht, einen Tischler könnte man gebrauchen. Regis. Ich suche eine Mannschaft für eine Schiffsreise. Da kann ich dir nicht weiterhelfen. An deiner Stelle würde ich mich mal im Hafen umsehen. Vielleicht auch in der Kneipe. Wenn es hier noch ein paar Seeleute gibt, dann wirst du sie wahrscheinlich dort finden. Okay, ist irgendwas Aufregendes passiert? Ach nee, alles ruhig. Schätze, wenn die Orks kommen, werden wir es hören. So. Kann ich ihn anheuern? Nein. Bosbar kann ich wahrscheinlich nicht anheuern, weil wir uns immer noch nicht um seinen Bogen kommen. Ja, okay. Bürger Rupert. Wir können nur abwarten. Das habe ich noch gar nicht gewusst. So, Torwache, Torwache. Die Probleme habe ich kaum gesehen. Diego. Ich werde Corinnes verlassen. Kluge Entscheidung. Ich wünschte, ich könnte mit. Die Stadt hat sich zu sehr verändert. Die Zeit des schnellen Goldes ist vorbei. Ich könnte dich im Bogenschießen, Schlösser knacken und Geschicklichkeit unterrichten. Außerdem kannst du sicher einen guten Dieb gebrauchen. Ja, komm doch mit. Wir werden uns am Hafen versammeln. Ah, du hast recht. Corinnes ist ein Loch. Ich werde mit dir gehen. Warte einen Augenblick, ich bin sofort fertig. Seine alte Rüstung. So, ich bin bereit. Wir sehen uns am Schiff. Ne, er soll bitte mitkommen. Er soll sich nicht um die Stadt kümmern. Die Stadt ist mir egal. Ah, Lord Hagen. Worauf wartet ihr noch? Wir warten noch auf unsere Ausrüstung und Verpflegung. Dann brechen wir auf. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Okay. Kann ich hier sonst noch wen anheuern von den Leuten? Ich hätte das anders gemacht. Es war doch seine. Der hat einen Namen. Bambo. Ganz deiner Meinung. Okay, hier können wir niemanden anheuern. Dann würde ich vielleicht nochmal den Richter anquatschen. Das ist eine schlimme Sache. Der hatte doch auch einen Namen, ne? Richterhauswache. Bürgerin. Bevor ich mit ihm rede, ich speichere nochmal. Gib mir eine Ermächtigung für das Schiff der Paladine. Du bist ja wohl nicht ganz bei Trost. Was soll ich tun? Du hast mich schon verstanden. Gib mir die Ermächtigung oder ich werde dich der Miliz melden. Ich lass mich nicht erpressen, schon gar nicht von dir. Ich werde dich den Wölfen zum Fraß vorwerfen, du Stück Dreck. Morgahart hat in deinem Auftrag den Statthalter überfallen. Ich besitze ein Schriftstück, das es beweisen kann. Ja, das wird dir noch leid tun. Mich erpresst man nicht ungestraft. Hier hast du die Ermächtigung. Nun geh. Ich werde später mit dir abrechnen. Okay, nice. Morgahart können wir nochmal fragen, ob der Bock hat, hier abzuhauen. Bestimmt, mit Sicherheit. Der wird abhauen wollen. So. Das hätte er auch selbst wissen können. Dann holen wir noch Lester ab. Von mir erfährt keiner. Gehen nochmal zu Jacks Leuchtturm. Können wir noch irgendwen mitnehmen? Laris müssen wir ja noch. Ich hab da meine eigene Meinung.
anquatschen. Das ist eine schlimme Sache. Wir müssen noch für Torloff was machen und sagen wir mal so, die Bauern da niedermetzeln. Beziehungsweise ich will es ausprobieren, ob da was passiert. Also ob dann was sich was ändert. Wenn Wolf nichts mehr zu tun hat. Ich wünschte, ich hätte das viel, viel früher gewusst. Dass er dann keinen Bock hat mitzukommen. Wenn wir ihm diesen Auftrag geben. Aber wir holen uns definitiv jetzt eine Crew zusammen. Das finde ich happy. Ich finde das gerade mega. Im Meantime müssen wir auch nochmal gucken, ob wir da vielleicht noch Leute finden, die Bock haben mitzukommen. Vielleicht welche von der von den Drachenjägern, ich weiß es nicht. Wir müssen da wirklich mal schauen. Warte mal, was haben wir eigentlich hier für Waffen? So, wir haben Drachenschneide und großer Drachentöter. So, gleich haben wir Lester in unserer... Ich finde das mit Cavalon jetzt auch richtig doof, dass wir ihn nicht anheuern können. So, wo ist... Da ist Lester. So. Hey! Ich habe herausgefunden, wo sich der Feind versteckt. Ich habe herausgefunden, wo sich der Feind versteckt. Frag mich nicht wieso, aber ich spüre, dass ich dich begleiten sollte. Ja. Wie meinst du das? Ich kann es nicht erklären, aber ich weiß, dass ich die Antwort nur erfahre, wenn ich dich begleite. Dann komm mit und hole dir deine Antworten. Dann komm mit und hol dir deine Antworten. Wir treffen uns am Hafen. Wenn ich soweit bin, werde ich dorthin kommen. Beeil dich, unsere Zeit ist knapp. Ich hoffe, es ist wirklich nicht begrenzt, wen ich alles mitnehmen darf. Ich hoffe, ich kann wirklich jeden, den ich jetzt anheuere, mitnehmen. Das Schiff ist riesig, da müsste Platz genug sein. Kann ich hier nochmal in der Höhle noch ein paar Leute nachfragen? Ob die, also zumindest die Flüchtlinge vielleicht? Dass ich so irgendwie einfach ein bisschen Kanonenfutter mitnehme? Cornelius? Lass mich in Ruhe! Hey! Vergiss es, ich gehe nicht mehr in den Knast. Okay, mit denen wird's nix. Kann ich Biff mit an See nehmen? Na, wen kann ich noch alles mit fragen? Also, wenn es geht, dann würde ich jeden mitnehmen, den man mitnehmen kann. Nicht, dass die dann sich nachher irgendwie streiten, denn wenn wir jetzt schaffen, Torloff zu überzeugen, hier mitzukommen und Jorgen, dass der eine dann quasi nachts fährt und der andere tagsüber, weil man muss ja Schichtwechsel machen oder sowas. Hier, Malis. Gab es irgendwas Neues in den letzten Tagen? Geh doch einfach mal den Feldweg zur Stadt entlang.
Wenn du einem Kerl mit einer schwarzen Kutte begegnest, dann weißt du, was es Neues gibt. Sind die schwarzen Männer schon bei dir gewesen? Sind die schwarzen Männer schon bei dir gewesen? Ja, sie sind schon einige Tage hier. Wenn du mich fragst, kommen sie direkt aus der Hölle. Wie geht's deinem Schafen? Wie geht's deinen Schafen? Als ob dich das interessieren würde. Du hast ganz andere Probleme. Mein Problem? Was weißt du denn schon davon? Meine Probleme? Was weißt du denn schon davon? Ihr dreckigen Söldner habt doch nur eins im Kopf. Wie kommt andere Leute Geld in meine Tasche? Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Es kam alles nur von diesem schwarz gebrannten Fusel, den Vino mir vor einigen Wochen angedreht hat. Ich kann mich an fast nichts mehr erinnern, Mann. Ich weiß nur, dass ich meinen Gehstock seitdem vermisse. Deswegen machst du so einen Aufstand? Du hast gut reden. Dir gehört er ja nicht. Reg dich nicht so auf. Reg dich nicht so auf. Hau schon ab. Hab ich nur noch Quiz? Mal jetzt Gehstock. Okay, wir müssen Gehstock suchen. Dann reden wir noch mal mit Vino. Kriegen wir doch noch ein paar Quests. Okay, nichts Neues. Ich lese. Miles hat seinen Gehstock im verloren. Er war völlig betrunken, so wie ich ihn einschätze, ist er nicht weit weg von Nobats Hof gewesen. Ich sollte das Ding dort irgendwo finden. Nobat? Hey, du! Ich habe die Orks von deinem Land beseitigt. Ich habe die Orks von deinem Land beseitigt. Innos sei gedankt. Ich kann dir nicht viel geben. Aber ich hoffe, du erkennst meine Geste der Dankbarkeit an. Gib Acht auf deinen Hof. Gib Acht auf deinen Hof. Ich werd's versuchen. Vino, haut ab. Okay, es gibt noch ein paar Quests, die wir erledigen müssen, bevor wir hier, bevor wir hier abhauen, bevor wir Kapitel 5 beenden. Warte mal, da ist eine Spitzhacke und Heilkraut. Aber kein Gehstock. Heilpflanze, Feuerkraut. So, dann würde ich jetzt noch mal so einen Geschwindigkeitstrank nehmen und zu Jack und Brian gehen nach oben, ganz schnell. Auf jeden Fall in Jakna werde ich auch noch mal ein paar Leute fragen. Beziehungsweise gucken, ob ich die anheuern kann. Satoras würde ich schon gerne mitnehmen. Nefarius auf jeden Fall, der ist wichtig. Er muss das ja besser wissen. Das ist doch kein Geheimnis mehr. So, gehen wir schnell hoch. Sonst, eigentlich gibt es hier, glaube ich, oben gar keinen mehr. Die sind ein Jäger, dessen Namen ich immer wieder vergesse, aber der Tollhöhle. Ich glaube, den kann man nicht fragen. Ich werde es trotzdem mal versuchen, aber ich glaube, den kann man nicht fragen. So, wir sind da. Jack? Wegen Brian? Brian wird ab jetzt auf deinen Leuchtturm achten. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Mal sehen, ob der Junge was taucht. Und was sagst du? Und? Was sagst du? Mein lieber Mann, eine ganz schöne Rumpelkammer. Jack wird die Bude nicht wiedererkennen, wenn ich mit ihr fertig bin. Okay, kann ich jetzt
Jack sagen, der soll, wie soll es jetzt weitergehen? Wie soll es jetzt weitergehen? Ich hab mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich werde hier bei meinem Leuchtturm bleiben. Hä? Wie soll's jetzt weitergehen? Ich hab mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Was soll das? Wofür mache ich jetzt die Arbeit? Echt jetzt? Ich komme später nochmal zu dem wieder. So. Wer fehlt uns noch? Laris müssen wir noch fragen. Torloff müssen wir noch überzeugt kriegen. Und Wolf müssen wir noch überzeugt kriegen. Ich würde aber jetzt trotzdem noch einmal kurz zu Laris rübergehen. Kavalon können wir leider irgendwie nicht, was ich schade finde. Aber wenn er lieber hier draufgehen will, wenn die Orks anrücken. Also ich gehe jetzt aber einmal zum Hafen. Ich kann das nicht mehr. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ich will mir mal ansehen, wer da jetzt alles ist. So, Meldor, Bürgerin. Ja, Laris. Genau. Hey. Hast du Lust, diese Insel zu verlassen? Hast du Lust, diese Insel zu verlassen? Nichts lieber als das. Was hast du vor? Ich habe herausgefunden, wo der Anführer der Drachen sich aufhält. Er ist auf einer Insel, nicht weit von hier. Ich habe vor, ihm endgültig den Garaus zu machen. Klingt nach einem Heidenspaß. Wenn du mich brauchen kannst, bin ich dabei. Brauchst du auf deiner Reise noch einen Lehrer für Geschicklichkeit oder Kampf mit der Einhandwaffe? Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Wir treffen uns alle am Schiff. Ein Mann der Taten. So habe ich's gern. Wir sehen uns. So. Laris nicht mit? Ich frag mal Gavel. Den können wir auch noch vielleicht fragen. Hey! Was ist denn so am Hafen los? Was ist denn so am Hafen los? Die Orks rück... Ich wollte ja... Das Grün... Okay, da kommt nichts Neues. So, okay, wen können wir noch fragen? Was ist mit denen? Die hier jetzt alle unten chillen? So, was hat er da vorher gewusst? Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich habe für so etwas keine Zeit. Okay. Man darf halt nicht alles glauben, was man will. Ich will mir das einmal ansehen. Ah, wir können wieder ganz normal laufen. Speicher vorsichtshalber nochmal. Nur, das wird sich nie ändern. Das hat er doch vorher gewusst. Meine Dicke wissen gar nicht, wie sehr sie sich verzögern. Kann ich mit dem reden? Hat er vielleicht Bock abzuhauen? Hey! Okay, der will lieber hier bleiben. Wir können nicht jeden, also dem wir mal geholfen. Ja, okay. Ich glaube, den würde ich jetzt auch nicht haben wollen, der Crew. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Ich frag ja keiner. Diego, Bennett, Laris, Gaunt, Vatras, Lester, Milton, Anga, Jorgen, Lee. Ey, das sieht schon so geil aus. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht so auf. Aber wir müssen noch ein paar Leute fragen. Das sind doch alles nur Gerüchte. Das ist wirklich nicht verdient. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Wir müssen wirklich noch ein paar Leute fragen. Das höre ich zum ersten Mal. Ich habe so eine geile Idee für ein Thumbnail. Ich habe da eine richtig geile Idee. Ich hoffe, ich werde das so hinkriegen, wie ich das im Kopf habe. Es wird aber auch schon wieder dunkel. Wenn wir noch Wolf und Torloff kriegen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Warte mal.
Hat der Jack nicht gesagt gehabt, er bleibt hier? Und dann saß er nicht da gerade? Ich hab so einiges. Ich werde mich da nicht einigen. Ich weiß gar nicht, warum er dich so auf. Das will ich mir jetzt nochmal ansehen. Nochmal sicher gehen. Ne, das war Jorgen, okay. Ey, ich feiere das gerade, wie die hier jetzt alle auch zusammensitzen. Es fehlen halt noch ein paar Leute. Es fehlen wirklich noch ein paar Leute. Vielleicht muss ich dann nochmal mit nochmal mit Jack reden. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich werde mich da nicht. Ach, hey. Nicht sowas. Okay, nichts Neues. Warte mal, kann ich nicht hier noch jemanden fragen? Geheimnis mehr. So. Attila. Alter? Ich habe hier eine Innos-Statue für dich. Ich habe hier eine Innos-Statue für dich. Oh, vielen, vielen Dank. Möge Innos sein Licht über dich erstrahlen lassen. Ja, ja, schon gut. Okay, hier ist ein bisschen in die Länge gezogen. Jetzt mit dem Reden. Kannst du mir eine Suppe kochen? Kannst du mir eine Suppe kochen? Nichts leichter als das. Hier, nimm einen Teller. Das dauert echt ewig mit ihr. So, Ignaz wollte ich nochmal fragen. Kann ich Karl auch fragen? Nee. Der will hier bleiben. Beziehungsweise ist niemand, den der Held hier vertraut. Ignaz. Okay, dann nicht. So, okay, dann würde ich sagen, machen wir uns in der nächsten Folge dann auf den Weg ins Minental. Und fangen an, dort die Leute hier anzuwerben. Beziehungsweise wir werden da eventuell was Böses machen müssen. Und schauen wir mal. Auf jeden Fall, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Auf jeden Fall, das wird eine sehr, sehr böse Folge. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Aber vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Maxideus und ciao.